Schönen guten Tag. Ich möchte heute zu drei Ereignissen Stellung beziehen. Zum einen die Eskalation an der syrisch-türkischen Grenze. Zum zweiten geht es um eine Nachlese des Piratenparteitages. Und zum dritten um die anstehenden Proteste zu Blockupy und generell die EU-Krise. Die Anschläge in der Türkei am Samstag haben 46 Menschen das Leben gekostet. Täglich sterben im Krieg in Syrien 150 bis 200 Menschen. Und insofern ist ganz klar, jede weitere Eskalation, die Menschenleben fordert, ist zu vermeiden. Vorrangiges Ziel muss jetzt die Beendigung des Sterbens sein, aber kriegerische Interventionen haben noch nie das Sterben beendet. In Bezug auf die Anschläge in der Türkei ist jetzt das oberste Ziel Aufklärung und ein Anheizen muss auf jeden Fall vermieden werden. Wenn man das Leid der Menschen in Syrien mildern möchte, gibt es ein zentrales Mittel, was auch die Bundesrepublik wahrnehmen kann. Das ist ganz klar, Menschen aus Syrien als Flüchtlinge anzuerkennen und sie auch hereinzulassen und hier eine entsprechende Unterstützung anzubieten, beziehungsweise die bereits bestehenden Flüchtlingscamps, die teilweise im katastrophalen Zustand sind, auch entsprechend zu unterstützen. Zum Zweiten muss man ganz klar sagen, ein Ausweg aus der kriegerischen Situation in Syrien heißt Stopp aller Waffenexporte in diese Rüstung, das sage ich ausdrücklich auch an die Adresse von Russland. An die Adresse der Bundesregierung ist zu sagen, wir haben immer noch in der Region 300 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten mit den Patriot-Raketensystemen vor Ort und durch die Eskalation kann sich die Situation verändern. Deutschland kann quasi über Nacht mit zur Kriegspartei werden. Um das zu verhindern, fordern wir als Linke einen sofortigen Rückzug der Soldatinnen und der Patriots-Raketen. Um es zusammenzufassen, unsere Forderungen bezüglich der Situation in Syrien lauten ganz klar: Erstens Flüchtlinge anerkennen und hereinlassen, ihnen helfen. Zweitens Rückzug der Soldatinnen und der Patriots. Und drittens Stopp aller Rüstungs- und Waffenexporte in diese Region. Zum Bundesparteitag der Piraten. Es war ja der Versuch, die internen Querelen hinter sich zu lassen. Ob das gelungen ist, ist sozusagen, wird man sehen. Ansonsten würde ich sagen, es ist offen weiterhin die Frage, ob die Piraten eine Verstärkung des linken Lagers darstellen oder nicht. Es hat so manchen Beschluss gegeben, den ich auch persönlich sehr sympathisch finde, zum Beispiel den zum kostenlosen oder kostenfreien ÖPNV, kostenfreien Bus- und Bahnsystem. Jedoch ist mir aufgefallen, dass viele Beschlüsse auch eine gewisse Unbestimmtheit haben und sie werden dann von den einzelnen Akteuren entsprechend gefüllt. Um nur mal einen Punkt zu nennen, ein Thema, also den Beschlusstext zum bedingungslosen Grundeinkommen, den finde ich sehr interessant persönlich. Auffällig ist aber dann, dass die Piraten sich selber nicht auf eine Größe verständigt haben, was das Grundeinkommen anbelangt und dann Bernd Schlömer vor Kameras Zahlen nennt und dann gleich mal anfängt, das Grundeinkommen mit 100, 200 Euro anzusetzen. Und da muss man natürlich sagen, die Unbestimmtheit der Beschlüsse wird offensichtlich vom Piratenchef Schlömer dann neoliberal vor den Kameras interpretiert und umgedeutet. Auffällig fand ich auch zum Beispiel, dass dann in diesem Zusammenhang Aussagen fallen, wie das in eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes dann auch als sozial gelten kann. Das ist ein eigenartiges Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Generell ist auffällig, dass es große Leerstellen gibt, zum Beispiel in Außenpolitik, wenn es um Steuerpolitik gilt. Und da muss man klar festhalten, die Parteien wollen die Welt verändern, aber ohne umzuverteilen. Das heißt, sie sind Freibeuter ohne Waffen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ist meine Einschätzung, Störtebeker wäre heute ein Linker. Und es braucht in diesem Land eine Partei, die wirklich ein soziales Korrektiv ist, die in jeder Situation aufpasst, dass es sozial gerecht zugeht. Und das ist nach gegenwärtigem Stand der Dinge nur die Linke. Zur EU-Krise. Heute werden sich in Brüssel die EU-Finanzminister treffen, um über die Krisenherde des Kontinents zu sprechen. Für die Bürgerinnen und Bürger der Länder, um die es da geht, bedeutet das meistens nichts Gutes. Vergangene Woche haben wir ja die Erwerbslosenzahlen für Europa bekommen und die waren doch verheerend, vor allen Dingen was die Krisenländer anbelangt. Dort gibt es eine neue Rekordhöhe der Erwerbslosigkeit. Und wenn zum Beispiel in einem Land wie Griechenland 2 von 3 Jugendlichen erwerbslos sind, dann klingen natürlich Sparappelle eher zynisch und kontraproduktiv. Ich stelle fest, es gibt einen Weg aus der Krise und der heißt, Europa muss eben auch eine soziale und eine demokratische Union werden. Die Politik des Kürzungsdiktats hingegen führt uns weiter in die Krise hinein. Auch vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass es ein Bündnis gibt, was vom 30. Mai bis 1. Juni aufruft zu breiten Protesten des Blockupy-Bündnisses. Es geht um
europaweite Proteste gegen das europäische Krisenregime und für eine Regulierung der Finanzmärkte. Zu diesen Block-U-Buy-Protesten wird es einen Kerntag geben, das ist der 31. Mai. Da geht es vor allen Dingen darum, die EZB zu blockieren, natürlich friedlich. Und am 1.6. wird es eine Großdemonstration geben in Frankfurt am Main. Die Linke mobilisiert dafür und ist an vorderster Stelle mit dabei. Ich werde auf dieser Großdemonstration reden. Und ich habe die Hoffnung, dass die nächste Etappe der europaweiten Proteste gestärkt wird durch die Gewerkschaften in ganz Europa, die sich einbringen. Ich finde, eine gute Möglichkeit wäre zum Beispiel oder ein wichtiger Anlasspunkt wäre, es droht ja nun den verschiedensten Ländern Europas die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters. Und hier fände ich einen europaweiten Aktionsstreiktag aller Gewerkschaften durchaus angebracht.